herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video werde ich dir ein Projekt vorstellen, bei dem du nicht nur eine Karte bastelst, sondern es sind gleich sage und schreibe 12 Stück. Ja, falls du es nicht kennst, One Sheet Wonder heißt, dass du ein ganzes Designerpapier so zuschneidest, dass kein Rest übrig bleibt und mit den ganzen Zuschnitten bastelst du dir dann entsprechend Karten. Für mein One Sheet Wonder habe ich ausschließlich Produkte aus der Produktreihe Sand und Meer aus dem Frühjahrskatalog 2021 verwendet. Das ist für mich nochmal so eine kleine Herausforderung gewesen, wirklich 12 Karten nur mit diesen Produkten zu machen. Wenn du das nicht hast, kannst du natürlich auch was ganz anderes nehmen oder kannst noch was dazu nehmen, was dir gerade passt an Sprüchen oder Deko. Ich wollte es halt einfach mal so probieren, nur das zu nehmen, was ich hier auf diesen Seiten vorfinde. Das ist einmal das Stempelset wie Muscheln, die entsprechenden passenden Stanzformen dazu, die Prägeform. Dann gibt es hier diese runde Akzente in Opalweiß heißen, die also wie so kleine Perlchen aus den Muscheln aussehen. Es gibt hier diese Aufkleber in drei verschiedenen Farben mit Muscheln und Seesternen. Und es gibt noch dieses tolle Permutglanzpapier. Natürlich das Designerpapier. Und jetzt zeige ich dir erstmal, wie du das Designerpapier zuschneiden musst. Da unser Designerpapier 12 Inch groß ist, habe ich die Abmessungen auch jetzt in Inch-Angaben. Ich schreibe dir aber immer noch hier unten dazu, wie viel das umgerechnet in Zentimeter ist, auch wenn dann dabei relativ krumme Zahlen bei rauskommen. Wir fangen an mit der ersten Bahn. Die schneidest du zu bei 5¼ Inch. Die zweite Bahn machst du auf 3½ Inch und dann bleibt noch ein Stück übrig. Das ist dann 3¼ Inch breit. Die erste Bahn teilen wir in 3 gleich große Stücke. Das heißt, wir schneiden jeweils bei 4 Inch ab und eins von diesen Stücken schneiden wir noch einmal durch und haben dann 2 Inch breite Stücke. Die zweite Bahn, da schneiden wir 3 mal 3¼ Inch ab und übrig bleibt dann ein Stück mit 2¼ Inch. Die dritte Bahn schneiden wir einmal bei 3½ Inch ab und aus dem Rest schneiden wir in der Mitte zu. Das heißt, wir haben dann 2 mal 4¼ Inch und eins davon schneiden wir nochmal diagonal zu. So haben wir dann nochmal für 2 Karten ein Designerpapier. Ich habe meine fertig zugeschnittenen Stücke dann direkt mit Post-its versehen von A bis L, damit ich nicht durcheinander komme, wenn ich die dann auf die Karten kleben will. Für die Kartenbasis habe ich extra starkes Grundweißpapier genommen und zwar habe ich dazu geschnitten 2 Karten, die sind 27,4 cm auf 10,5 cm und dann in der Mitte gefalzt. Dann habe ich insgesamt 7 Karten gemacht, die sind 29 cm lang und 10,5 cm breit und auch in der Mitte gefalzt. Und dann habe ich noch 3 kleinere Kärtchen gemacht, die sind jeweils 18 cm mal 9,5 cm und dann auch wieder in der Mitte gefalzt. Farbkarton habe ich als Hintergrund auf die Basiskarten insgesamt 6 Stücke verwendet in Safrangelb und Saharasand. Ich habe 4-mal Safrangelb zugeschnitten und 2-mal Saharasand. Jetzt kommt das Designerpapier auf die Karten drauf und da habe ich als erstes hier Karte A, also das Designerpapierstück, das ich mit dem Post-it A versehen hatte, auf eine der etwas kleineren Karten von 13,7 x 10,5 cm Größe einfach auf die Vorderseite aufgeklebt. Das gleiche habe ich auch mit dem Stück B gemacht. Da habe ich einfach nur das Designerpapier auf die andere Seite gedreht. Die ist auch sehr schön und wirkt dadurch aber schon wieder komplett anders. Jetzt kommen wir zu den Karten C und D und da habe ich jeweils Farbkarton geprägt mit der schönen Prägeform
und habe darauf dann den Streifen Designerpapier aufgeklebt. E, F und G habe ich verwendet für diese kleineren Kärtchen hier. Zweimal habe ich die eigentliche Vorderseite genommen und einmal habe ich wieder das Papier umgedreht. Für die Karte H habe ich wieder Farbkarton genommen und habe darauf gestempelt mit Sahara-Sand, habe den zweiten Abdruck verwendet, damit das nicht ganz so kräftig wird und habe mein kleines Stück Designerpapier hier vorne drauf geklebt. Die Karte I ist ähnlich, da habe ich jetzt Sahara-Sand auf Sahara-Sand gestempelt und habe mir hier vorne einfach das Designerpapier draufgeklebt. Mal gucken, was sich daraus dann noch ergibt. Für die Karte J habe ich das Designerpapier wieder auf die andere Seite gedreht und das hat ja insgesamt einen ganz tollen Farbverlauf und hier von den roten Tönen ist es jetzt übergegangen zu einem gelben, schönen, gemischten Farbton und ich habe hier den Farbkarton versucht ähnlich zu stempeln und dafür habe ich diesen Stempel genommen, der eigentlich so ein bisschen diese Muschel ausfüllen soll und den habe ich auch einfach hier querbeet auf dem Farbkarton verteilt und das Muster wird dann ja sehr ähnlich zu dem Designerpapier, auch immer vorher einmal abgestempelt, damit es nicht zu kräftig wird und ich finde, das ist ein sehr schöner Effekt, der dabei entsteht. Kommen wir zum Schluss noch zu unseren beiden diagonalen Stücken. Hier bei der ersten Karte habe ich das einfach blanko auf die Karte draufgeklebt und werde dann hier entsprechend relativ viele Stanzteile und sonstiges Zubehör aufbringen. Und bei der zweiten Karte habe ich wieder Farbkarton hinterlegt und habe den gestempelt. Da ist hier im Set einmal dieser Textstempel Allerbeste Wünsche von uns und den habe ich einfach in Safrangelb ganz oft hier drauf gestempelt. Ich habe das auf freie Hand gemacht. Es ist alles ein bisschen schief und jetzt nicht perfekt gemacht. Das ist aber auch Absicht, sondern das soll einfach hier so schön im Hintergrund sein. Und habe das Designerpapier wieder auf die Rückseite gedreht und hier vorne aufgeklebt. So sehen also jetzt die Rohlinge aus und es ist tatsächlich kein Stückchen Designerpapier übrig geblieben. Man kann natürlich statt der kleinen Kärtchen hier auch nur große Karten machen und das dann ähnlich wie hier gestalten. Aber ich finde, so ein paar kleine Kärtchen kann man auch immer gebrauchen. Und deswegen sieht mein One Sheet Wonder jetzt erstmal so aus. Und hier sind jetzt die fertigen Karten. Das ist die Karte A. Ich habe mir aus dem Set alle Sprüche gestempelt in Sahara-Sand auf Sahara-Sand und habe die dann mit verschiedensten Stanzformen ausgestanzt. Hier habe ich auch diese Meerjungfrauentaler, nennt man das, glaube ich, gestempelten ausgestanzt und noch zwei Seesterne dazu. Und in die Karte rein, ich glaube, den Post-it kann ich jetzt mal wegmachen, habe ich auch noch so einen Taler reingesetzt. Die Karte B hat schon einen sehr kräftigen Hintergrund. Hier habe ich mir Muscheln aus dem Designerpapier ausgeschnitten und habe sie dann hier auf der Karte verteilt und auch wieder einen Spruch ausgestanzt. Und hier innen habe ich nochmal eine kleine Muschel in die Ecke gesetzt. Nicht wundern, dass die Karten jetzt nicht alle gleich aufgehen. Ich habe da noch mal ein paar andere Varianten mir zurechtgeschnitten, damit ich nicht immer die gleiche Kartenform habe. Und hier habe ich jetzt mal ihn quer dekoriert. Das hatte ich dir ja schon gezeigt. Habe wieder ein paar ausgeschnittene Muscheln. Habe hier noch einen Rest von einem anderen Designerpapierbogen an den Rand gesetzt. Und auch hier einmal diese schönen Perlmuttsteine rauf. Und diese schönen Glitzerakzente draufgesetzt. Hier ist auch das Perlmuttpapier mal im Einsatz. Und hier innen habe ich dann auch nochmal einen Streifen Designerpapier. Dann bei der nächsten Karte, die habe ich sehr schlicht gehalten. Hier ist ja auch wieder der Hintergrund geprägt und einfach der Streifen Designerpapier. Und hier so ein kleines für dich. Und da habe ich auch innen nichts reingemacht. Das ist, wie gesagt, eine ganz schlichte Karte. Als nächstes kommen die drei kleinen Kärtchen. Hier diese schöne große Muschel aus dem Perlmuttpapier mit Glitzersteinchen. Und dann noch die zwei Karten, die wieder diese
safrangelben Seesterne haben. Hier ist dann ein größeres Teil von dem Perlmuttpapier, das ich mit der Stanzform erst ausgestanzt habe und dann das Ganze nochmal in die Prägeform und durchgekurbelt. Und dann gibt es diesen tollen Effekt. Das dritte kleine Kärtchen ist dann wieder ein bisschen bunter geworden. Hier habe ich erst die Motive gestempelt, ausgestanzt und dann auch nochmal geprägt. Dann haben wir wieder eine Karte, wo ich den Hintergrund gestempelt habe, bisschen Designerpapier vorne. Und das hier sind diese Aufkleberbögen, die es gibt. Die sehen auf dem Bogen ganz fürchterlich aus, weil da immer in der jeweiligen Farbe ganz kräftigen Rand außenrum ist. Und deswegen habe ich mich lange gar nicht an die rangetraut, weil ich dachte, das sieht ganz fürchterlich aus. Wenn du sie aber abziehst, dann geht dieser Rand weg, beziehungsweise der gehört nicht zum eigentlichen Aufkleber dazu. Und dann sieht das ja doch sehr schön aus und es glänzt auch so ein bisschen. Und ich habe auch hier nochmal einen von diesen Sternen in die Ecke geklebt. Ja, hier auch nochmal drei von den Aufklebern und dann ein Etikett mal ein bisschen nach oben gesetzt, wieder Glitzersteine, Designerpapierreste und auch hier ist wieder in die Ecke der Karte eine kleine blaue Aufklebermuschel gekommen. Bei dieser Karte habe ich ein sehr großes Teil Perlmuttpapier gestanzt, geprägt und aufgeklebt. Auch wieder ein paar Perlchen und hier unten ist der Spruch. Innen ist diesmal nichts und dann kommen wir schon zu den beiden letzten Karten. Das sind die mit den diagonalen Zuschnitten. Da habe ich jetzt einfach nochmal aus einem anderen Papier ein Gegenstück. ausgeschnitten und direkt dran gesetzt und habe mir hier hinter das Etikett noch ein paar von diesen Wasserranken und innen habe ich in dem Fall nichts gemacht. Und die allerletzte Karte, das ist die mit den gestempelten Sprüchen, beziehungsweise ist ja immer derselbe Spruch und hier habe ich dann einfach das Etikett sehr schlicht gehalten, ein Glitzerstein dazu gesetzt und innen habe ich nichts gemacht. Könnte vielleicht noch was kommen, vielleicht fällt mir dann noch was ein. Die Übersicht, wie du das Designerpapier zuschneiden musst mit den Maßen in Inch und Zentimetern, so wie du es vorhin schon mal im Video gesehen hast, das habe ich für dich auf meinem Blog nochmal eingestellt. Da kannst du dir das dann downloaden. Und die Zutatenliste mit dem ganzen Material, was ich für diese 12 Karten verwendet habe, findest du dort auch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Tschüss, mach's gut!